So, da bin ich wieder. Jo. Ja, dann machen wir nämlich noch, bis mein Getränk da leer ist. Das dauert nicht lange. Und danach können wir ins Heierbettchen. Ja, klingt gut. Wie gesagt, das ist hier mein Mixery, das geht schnell. Also langsam bin ich auch so ein ganz kleines bisschen müde auf den Augen. Ja, die Instanz dauert ja nicht so lange, aber ein bisschen zumindest. Glaube ich. Und dann. Ich hab meine Zipfelmütze auf, da kann ja nichts passieren. Wie gesagt, so lange, bis ich hier mein Getränk leer habe, dann passt das. Na, hallo, gabst du mal an? Wieso gabst du nicht an? Ja. Naja, dass du die anvisieren musst, weißt du, oder? Ah. Sehr witzig. Ja, ich weiß. Ich bin für meinen Witz und für meinen Charme bin ich bekannt. Ich merke das schon. Hüstel. Hüstel? Hier ist nichts. Die Musik ist aber cool. Ja, die hat was, in der Tat. Ich krieg ja so... So langsam Drehwurm, würde ich sagen. Ich krieg ja. Irgendwie hat er gerade hier so ein bisschen buggy, was er hier macht mit dem Angriffscursor, also. Echt? Ja. Na gut, aber das hatte ich vorhin, wo wir gestartet haben, tatsächlich. Da hatte ich das Problem, ja. Ja. War Gott sei Dank aber relativ schnell vorbei. Nachdem ich einmal rausgetappt bin. Also, was heißt rausgetappt, aber ich kann ja nur über den Shop einmal raus. Ja, stimmt, sonst schmilzt der ab oder so, ne? Sonst komme ich halt nicht mehr ins Spiel rein. Liegt an der Bildeinstellung. Weil ich halt im Vollbild spiele. Wenn ich jetzt im Fenstermodus machen würde, ginge das, aber der Fenstermodus, da das Spiel ja schon ein bisschen älter ist, ist das halt so ein kleiner Kasten am oberen Bildschirmrand. Und ich spiele halt lieber gerne im Vollbild als mit einem kleinen Minikasten. Ja. Deswegen halte ich da eher weniger was von. War klar. Sind wir uns welche gespawnt? Greif ihn doch mal an, Mann. Wo sind die von hinter uns hin? Lol. Muss ich nicht verstehen, oder? Nein. Gut. Konnichiwa! Das auch. Nee, wir haben noch kein Weihnachten. Oh, was war das denn? Ah, ist das ein Nutschool? Ja, das ist ein Nutschool. Okay, Captain Snickers, komm mal her.
Oh, da oben, Sarumans Auge. Jetzt habe ich aber Angst. Sarumans Auge? Ja, meine Karte war gerade sein Auge. Da habe ich eben gerade überhaupt. Weißt du. Packte seinen Gift da direkt vor die Tür, ne? Ganz schön da widerlegen. Naja, ist halt effektiv. Das war knapp, Daddel, ne? Alter. Zum Glück, ja, zum Glück habe ich schon runtergeschluckt. Daddel hat gerade wieder einen Jumpscare gemacht. So. Warte. Nee, tu. Ich mach doch gar nichts. Gut gemacht, meine Meister schickt euch Grüße. Ich gewähre euch der Gunst einer Audienz, bevor ich euch töte. Euch scheint nach einem bestimmten Wissen zu dürsten, also will ich es euch geben. Denn die Toten sprechen nicht, der Unhold kichert. Mein Meister sucht große Macht für den dunklen Herrscher, doch der dunkle Herrscher hat noch weitere Pläne. Der blasse Zwerg soll gegen Norden gehen und eine Armee im Namen Angmas und des Hexenkönigs versammeln. Der Hagre, der für sich sogar schon große Macht besitzt und dem ich diese Form verdanke, geht gegen Osten. Dort in Agamau soll er seine Macht erwecken, die schlafend im Wasser ruht. Mit ihr unter seinem Befehl wird der Himmel zu Blut werden und alle werden verzagen. Nun nähert sich euch Audienz dem Ende, eure Audienz dem Ende. Der Tod erwartet euch. Ist aber nicht nett. Nee, ist heute auch sehr verzögert. Ja, ich merke das schon. Ich habe das vorhin auch in der Videovorschau gesehen. Heute ist der Stream tatsächlich extrem verzögert. Leider. Habe ich nämlich gemerkt, als wir dann vorhin mit Goldfield starten wollten und ich in der Vorschau gesehen habe, dass wir quasi noch oder dass ich halt da auf dem Bild noch bei Witcher 3 war. So, ich selber aber schon lange in Goldfield drin war. Da habe ich jetzt halt auch gesehen, wie stark die Verzögerung ist, weil für gewöhnlich sind es 5 bis 10 Sekunden, die dazwischen liegen. Heute sind es ja 40 bis 60 Sekunden. Also ist schon relativ weiß auch heute. Was macht der denn jetzt hier? Er hat uns gerettet, wie im Buch bei den Hobbits. Wäre es den Ärger wert, habt ihr eure Lektion gelernt? Lasst den Toten in euren traumlosen Schlaf und wandelt selbst auf dem grünen Gras unter der Sonne. Entschuldigung, du wolltest doch, dass wir hier reingehen, du Penner. Ach, lass ihn nur einfach mal. Ich möchte seine Beine abpacken. Ach. Saruman der Weiße ist zum Hüter Mordors geworden. Er hat mich auf Orthanc festgesetzt. Gwaihir, der Herr der Winde, kam mir zu Hilfe und rettete mich von jenem verfluchten Turm. Hätte Streicher nicht Frodo und die Hobbits gefunden, wäre alles verloren gewesen. Kaya möchte was? Ich habe Kaya tatsächlich gerade nicht zugehört. Ich weiß nicht, was Kaya da gerade zuletzt gesagt hat. Ich möchte seine Beine abhacken. Achso, ja. Jetzt soll der Spaß beginnen. Ja, du auch, ne? Du auch. Ich, nö. Ja, du hast so schön gesagt, dass... Ja. Nee. Von Angmar sind alle Grabunholde gekommen. Sie stören den Frieden und breiten alten Ärger, die über ihre Hügeln wandeln. Die Toten lässt man schlafen und ihren Ärger ruhen. Es sei denn, man tanzt ihnen praktisch auf dem Dach herum und weckt sie auf. Nun aber los, haltet euch nicht länger auf. Ihr solltet nach Brie gehen. Dort ist ein Freund von euch, der auf euch wartet. Thank you.
kann nicht pfeifen. Ich glaube, langsam wird Zeit fürs Bett. Ja, bei uns auch bald. So lange. Ja. Sobald ich hier mein Getränk fertig habe, ich bin gerade bei der Hälfte. Deswegen. Wir waren auch nicht mehr allzu lange. Aber auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass du da warst, wenn du jetzt ins Bett gehst. Und auch vielen lieben Dank nochmal für deinen Prime Sub. Denn mal eine gute Nacht. Und einen guten Start in die Woche. Yep. Ja, wo die Elben hier sind, die hinterlassen einfach nur einen Buchspur. Ohne Gedicht kann ich noch nicht gehen. Eins muss hier noch stehen. Ich glaube, Kaya hat heute genug von Gedichten. Nö, eins habe ich noch. Tom Bombadil sitzt im Schlauchboot und holt sich einen runter. Doch er muss sich beeilen, denn der Schlauchboot geht unter. Unten angekommen trifft er eine Nixe und pumpt sie voll Wasser. So. Ja, wolltest du irgendwas sagen? Nein. Nein. Nicht? Nee. Einfach nur nein. Hatten wir doch schon mit den drei Mädels im Garten? Ich weiß nicht so genau. Das ist zwar kein Gedicht. Oh ja, jetzt werden die Knochen gebrochen. Ja, geil. Klapp, klapp, klapp. Aufstehen. Klapp, klapp, klapp. Etwas Kultur von Goethe. Er schrieb abends in der Morgenröte. Ach, wir müssen ja immer noch diese Bulli in dem Dreck machen. Scheiße. Ja, komplett vergessen. Aber heute nicht mal. Wie gesagt, so lange, bis ich meine Getränke fertig habe. Ja, cool. Ich bin aber echt so langsam müde. Jaha. So ein wenig dezent. Hetz mich nicht. Ich hetz dich nicht. Ich meine, wir können ja noch so ein bisschen plaudern einfach. Das ist ja auch kein Problem, bis du das fertig hast. LP Adaria. Ja gut, dann lass uns jetzt nochmal das mit Streicher fertig machen. Da sind wir doch jetzt hier auf dem Weg hin, oder nicht? Ja. Ja. Dunkel war es, der Mond schien hell, als ein Wagen blitzschnell langsam um die Ecke fuhr, morgens früh um 16 Uhr. Nehmen Sie eine gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf schön. Aber der ist gut. Ja, das stimmt. Das ist echt gut. Hä, wieso bist du schon... Nee, muss ich alles nicht verstehen. Hä? Ach, Mist. Ich war schon ein bisschen zu schnell. Aber hä, stand da nicht eben noch mit Streicher reden? Sprecht mit Streicher, ja, hab ich auch. Nee, bei mir steht, sprecht mit Gästen mal Butterblume. Das hab ich nicht. Ja, ich schon. Wo ist denn der Streicher? Weiß ich nicht, aber ich muss mit Gästen mal Butterblume sprechen plötzlich. Ach da, ja, ich red mal kurz mit ihm vielleicht. Das ist ja Gandalf. Hä? Das Zimmer dann müsste daneben sein. Es gibt so viel zu tun. Oder seid ihr ja schon wieder? Ich war gerade so beschäftigt, dass ich euch nicht sofort gesehen habe. Aber hier kriegt man einfach nie seine Ruhe, wenn ich das so sagen darf. Ich hatte schon Angst, dass er mein Bier sauer werden lässt, weil ich Herrn Unterberg und seine Freunde mit diesem Weitläufer habe vorgehen lassen. Das war Herr Gandalf. Ja, natürlich, man sagt, er ist ein Zauberer oder sowas. Und ich wage sogar zu behaupten, dass da etwas dran sein könnte. Denn mein Bier hat noch nie besser geschmeckt, er schien sehr zufrieden zu sein. Verzeiht, aber wenn ich erst einmal ins Reden gerate, finde ich leicht kein Ende. Gandalf hat mich gebeten, jeden, der nach Streicher fragt, zu ihm in sein Zimmer zu schicken. Es liegt oben im ersten Stock, direkt hinter Streichers Zimmer. Ja, ich finde nicht mal das Zimmer von Streicher, aber so... Oh Gott, das ist direkt daneben, du Blindfisch, ey. Das ist nicht so schwer zu finden. Ja, ja, dann zeig mir mal gerade, wo er ist. Hallo? Da.
Hier. Was? Hallo, sag mal, wie blind bist du denn? Da. Hier? Ja, jetzt muss ich auch mit ihm sprechen, weil das verschlossen... Ach, komm, leck mich doch am Arsch. Ja, siehst du? Ja, weil es jetzt verschlossen ist auf einmal. Ja, ja. Danach musst du, mit Gandalf reden. Hallo, Herr Gandalf. Warum stört ihr mich? Ihr habt euch entweder verlaufen oder kommt aus einem ganz bestimmten Grund zu mir. Euer Blick verrät mir, dass es das Letztere ist. Obwohl ich auch spüre, dass ihr eigentlich jemand anderen sucht. Streicher vielleicht? Dann sind wir beide zu spät gekommen. Unser gemeinsamer Freund ist bereits gegangen und hat eine schreckliche Last mitgenommen. Ich bin Gandalf der Graue, ein Freund von Streicher. Wenn er euch mit einer Aufgabe fortgeschickt hat, dann war diese gewisslich weniger dringlich als seine eigene. Erzählt mir eure Geschichte und ich werde ihm dann berichten. Angmar erhebt sich also. Das sind schlechte Neuigkeiten, die mich jedoch nicht überraschen. Ich kann jedoch meine eigene Aufgabe nicht vernachlässigen, da ich von ihrer Schicksal mit der Erde abhängt. Diese schwere Aufgabe lade ich euch auf im Namen der freien Völker von Mittelerde. Vereitelt die Pläne des Hexenkönigs, ob nach Osten oder Norden. Ich wünsche euch viel Glück, wohin euer Weg euch auch führen mag. Lebt wohl. Ich benötige eure Hilfe. Ihr habt den Bredländern viel Gutes getan. Aber der Schatten Angmas verbreitet sich überall. Von Gwaihe, dem Herrn der Winde, habe ich erfahren, dass ein anderes Mitglied meines Ordens in den einsamen Landen östlich von Bre auf Spuren der Verderbtheit gestoßen ist. Dies könnte sogar etwas mit den Gefahren zu tun haben, denen ihr beim großen Hügelgrab begegnet seid. Leider wandert Radagast viel umher und ist schwer zu finden. Ich möchte euch bitten, euch die Hilfe der Waldläufer zu sichern, seinen Aufenthaltsort seinen Aufenthaltsort herauszufinden. Hier in Breland gibt es einen Seradan, der euch helfen kann. Lasst Bre durch das Westtor und geht auf den grünen Weg nach Norden. Sucht Seradan in seiner Hütte auf der Ostseite des Grünwegs gegenüber von Dornlachs Baustelle auf. Warum stört ihr mich? Wie ihr wisst, wurde vor Jahren am Fuß des einsamen Berges eine fürchterliche Schlacht ausgefochten. Doch nun, aufgrund der Vorkommnisse im Osten, mache ich mir so meine Gedanken. Ich würde gerne wissen, was aus unserem einstigen Verbündeten und unseren Feinden geworden ist. Meister Elrond bereitet sich auf eine wichtige Ratssitzung vor, bei der alle Rassen und viele Lande vertreten sein werden. Vielleicht weiß er mehr über diese Vorkommnisse. Würdet ihr an meiner Stelle nach Bruchtal reisen? Ich habe für die schnellstmögliche Reise nach Imladris gesorgt. Nein! Scheiße! Warum habe ich auf Annehmen gedrückt? Wenn du... Wo bist denn du jetzt hin? Ich bin nach Bruchtal gereist, aber ich reise sofort wieder zurück. Okay. Wobei, ich hoffe, dass das überhaupt... Warte mal. Scheiße. Scheiße. Ah nee, da. Gott sei Dank, es geht. Zurück nach zum tänzenden Pony. Alles gut, alles gut. Okay. Alles okay. Gut. Also du kriegst es bitte nicht an. Habe ich jetzt auch nicht vor. Nicht den Weg zum einsamen Berg anklicken. Na jen. So. Also, beim nächsten Mal stehe ich hier vor dem tänzenden Pony, beziehungsweise gehe ich jetzt einmal nochmal kurz rein. Okay, alles klar. So, nochmal kurz reingehen. So. Okay. Super. Rudi.